Ein Münzsucher ist im wahrsten Sinne des Wortes über seine eigenen Münzen gestolpert. Weil er sich bei einem Wettbewerb profilieren wollte, hat ein 64-jähriger Waliser Kreuzrittermünzen vergraben. Später hat der Mann dann behauptet, er hätte sie im Zuge eines Wettkampfes gefunden. Seine Kontrahenten wurden jedoch misstrauisch, weil im Gebiet des englischen Dorfes Tilte bisher keine vergleichbaren Münzen gefunden wurden. Archäologen haben sogar darauf hingewiesen, dass der Fund die Grenze zwischen Wales und der Grafschaft verändern würde. Einem weiteren Teilnehmer war dann aufgefallen, dass kurz zuvor auf eBay ähnliche Münzen verkauft wurden. Vor Gericht kam der Hobbyarchäologe glimpflich davon. Der Richter sah keine Anhaltspunkte, dass sich der 64-Jährige bereichern wollte.